Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Ja, hallo. Hören Sie mich besser? Ja, jetzt kann ich hören. Hassan, bist du das? Ist nicht Hassan, mein Name ist Carlos. Immer nur ja. Komische, ich nur halbe Worte hören. Wer ist denn da? Mein Name ist Carlos. Sie haben sich bei uns registriert für den automatischen Handel am Finanzmarkt. Ah, ja, jetzt auch gute Verbindung. Sehr schön. Ja, ich würde Ihnen gerne erklären, wie das funktioniert mit dem automatischen Handel. Ah, das ist gut, weil ich weiß noch nicht so. Genau. Haben Sie schon mal an der Börse gearbeitet mit Aktien oder mit Fonds? Nein. Derivaten? Nein, okay. Also grundsätzlich, man kann da gutes Geld verdienen, aber man muss halt viel Zeit investieren. Und viel Zeit? Zeit haben die meisten. Normalerweise. Diese Zeit haben die Leute eben nicht. Ja. Und das übernimmt die künstliche Intelligenz von uns. Also die künstliche Intelligenz schaut sich an, was machen die Profis am Finanzmarkt, und die kopiert dann die Trades von diesen Profis für sie. Das macht sie natürlich sehr schnell, so in Bruchteilen von Sekunden. Ja. Die schaut sich an, was wird getradet, was passt am besten zu dem Profil vom Herrn Schemers, und dann wird das kopiert. Was wird kopiert? Ein Trader, ein Handel. Also wenn zum Beispiel ein Profi-Händler handelt gerade Gold, dann ja. Die künstliche Intelligenz, das, was er macht. Sie macht genau dasselbe für ihr Handelskonto. Aber woher weiß dieses Geschichte, was der andere macht? Ja, die schaut sich das an, die hat Zugriff, die vergleicht. Warum machen die das? Warum machen die dieses? Die hat Daten vom Finanzmarkt, die sie einberechnet. Und daraus berechnet sie, welches der beste Handel ist für sie, den sie kopieren soll. Na, ist normal, aber ich verstehe noch nicht ganz. ja, also das ist ein Algorithmus. Dieser Algorithmus. Wer ist das? Der Algorithmus ist ein Computerprogramm. Ach so heißt der Programm. Ich wollte gerade sagen, ist ein komisches Name. Ist ein Computerprogramm. Ja. Und das vergleicht von unseren Profis, die bei uns auf der Plattform arbeiten. Ach, von ihres eigenes? Ja, von unseren eigenen Kunden. Das vergleicht von unseren eigenen Kunden, von unseren Profikunden, die mit Millionenbeträgen arbeiten. Ja. Welchen Handel die gestartet haben. Handeln die Erdöl, handeln die Gas, handeln die Gold, handeln die Aktien, handeln die Kryptowährungen. Das heißt, der kopiert, was ein anderes Mensch macht. Genau, der kopiert, was ein anderer Mensch macht. Aber was ist, wenn ein anderer Mensch hat einen schlechten Tag, will sein Leben nehmen oder besoffen und einfach nur Quatsch macht, dann auch das mit meinem Geld macht? Ja, das müssen wir zugeben. Dann ist es leider so. Grundsätzlich schlecht. Tun sie das aber nicht. Ja, aber überlege doch mal, wenn ein Mensch irgendwann mit 30 Jahren aufwacht und sagt, gehe ich heute bei einer Schule alle Menschen schießen oder fahre ich heute mit einem LKW durch Weihnachtsmarkt? Man kann ja nicht wissen. Und wenn Computer dann auch macht, die mit meinem Geld? Natürlich. Erstens, es sind Einzelfälle. Also, ich wüsste jetzt nicht, dass einer unserer Trader sich das nehmen leben will, unserer Händler. Natürlich, man kann es nicht wissen. Also, es gibt keine 100%ige Garantie. Genau, deswegen sage ich. Nein, also Garantie gibt es am Finanzmarkt grundsätzlich nicht. Auch morgen ist der dritte Weltkrieg. Und ja, wirklich? Ich sage jetzt, verstehen Sie? Also das kann ist morgen? Wer wird angreifen? Die Amerikaner oder die Chinesen? Das ist ein Beispiel, Herr Schemers. Ah, du aber machst mich verrückt im Kopf. Nein, wir sind noch nicht verrückt.
es ist ein Beispiel, der Computer weiß auch nichts. Der Computer kann bestehende Daten nehmen, bestehende Informationen, kann diese verarbeiten. Er kann aber nicht in die Zukunft blicken. Er kann daraus gewisse Schlüsse ziehen. Ja. Also beispielsweise wird der Euro stärker, werden vermehrt auch die Rohstoffe steigen, weil Rohstoffe werden in Dollar gehandelt. Ein starker Euro heißt, ich bekomme mehr Dollar und dadurch ist es für mich billiger, Rohstoffe zu kaufen, zum Beispiel. Ja. Solche Sachen berechnet der Computer. Aber wenn morgen China Taiwan angreift, das weiß er nicht. Das ist gut. Kann er nicht wissen. Aber genau. Wäre gut, dann könnten wir verstärken. Na, natürlich, aber wenn es das gäbe, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen und arbeiten und die meisten Leute würden nicht sitzen und arbeiten, sondern alle würden Geld regnen. Ja, Tunnel graben schnell. Ja. Geht aber leider nicht so. Nein, das ist nicht gut. Nicht gut. Also sind Sie nicht interessiert, oder? Nein, Krieg ist nicht gut. Ein Krieg ist nicht gut, sowieso. Nein, das ist nicht gut. Macht alles kaputt, macht alles teuer. Sowieso. Aber genauso, wenn morgen im Nahen Osten die Palästinenser und die Israelis sich in die Arme fallen, werden die Ölpreise auch runtergehen und die Goldpreise. Aber das wird nichts also, passieren. Das weiß ich nicht, aber das weiß der Computer eben auch nicht, wann das passieren wird oder ob es passieren wird. Also unsere Profihändler beobachten den Markt, die schauen auf kleinste Anzeichen, was der Markt beeinflussen kann. Die kennen sich sehr gut aus, weil die verdienen ihr Lebensunterhalt damit. Ja. Also die verdienen im Monat mehrere tausend Euro. Oi weh. Grundsätzlich sind sie erfolgreich. Natürlich kann auch mal einen Tag haben, der nicht erfolgreich ist oder einen Handel. Ja, also es kann ja nicht immer nur oben geben. Das kann genau. Ja nicht funktionieren. Genau, das haben Sie recht, das ist auch so. Darum, man muss auch eine gewisse Geduld mitbringen. Man darf nicht sofort die Panik bekommen. Ja, aber es ist eine schlimme Zeit zu leben. Weißt du, musst du haben, wie so früher, die Piraten, die hatten bei ihrem Schiff immer eine Fahne von jedem Land. Haben sie ein britisches Schiff gesehen, haben sie die Fahne hochgenommen. Sind die Franzosen gekommen, haben sie die andere Fahne hochgenommen. Und eigentlich musst du heute auch so machen. Wer weiß, morgen kommt diese Verrückte oder diese Verrückte bei deinem Haus. Dann musst du sagen, hallo, ich gehöre dazu, bitte nicht umbringen. Ja, da haben sie recht, da haben sie absolut recht, aber... Ja, das ist ein verrücktes Wert. Ja, aber die Welt dreht sich weiter seit Jahrtausenden. Die Menschen werden immer noch nicht intelligenter, sie werden immer schlimmer. Ja, Menschen, das Computer hat den Menschen dumm gemacht. Früher wusste ein Mensch, wie kann man einen Kartoffeln machen bei Garten. Heute Menschen sterben, wenn sie können sie bei Feiertag eines Tages nicht einkaufen. Ja, das stimmt. Maslenstoff, das ist alles verrückt geworden. Ich so. Gar nicht gut. Ja, haben Sie ein Interesse? Ich möchte Geld verdienen, aber sag mir, wie viel kann man ein Prozent machen bei eines Jahr? Also, ich sage Ihnen jetzt so, bei der Bank bekommen Sie im Jahr 2-3%, wenn überhaupt. Ja. Unsere Profi-Trader machen 2-3% täglich. In einem Tag? Und schauen Sie, wenn wir jetzt wirklich konservativ sagen. 2%. Ich bin nicht konservativ. Was heißt das? Sie wollen mit viel Risiko investieren, oder? Nein, ich bin ein sehr freiheitsliebendes Mensch. Ich mag nicht Republikaner. Nein, nicht sowas. Konservative Anlage, also mit weniger Risiko. Wenn man sich mit 2-3% in der Woche zufrieden gibt, dann können Sie das Ganze mal mit 250 Euro ausprobieren. 2% sind 5 Euro die Woche. Sind 20 im Monat, sind 240 im Jahr. Also Sie haben es im Jahr fast verdoppelt. Das hört sich gut an, weil ein Jahr doppelt und was ist das andere Methode, was kann ich ausprobieren? Sie können natürlich auch mit mehr Risiko reingehen. Sie können sagen, ich möchte hohe Gewinne in kurzer Zeit haben, aber da ist auch ein hohes Risiko dabei. Da kann man auch hohe Verluste erzielen. Wie ist Chance zu verlieren? Ist wie bei Poker oder schlimmer? ich habe keine Zahl, wie hoch die beim Poker sind. Sehr hoch. Es kann nur einer gewinnen am Tisch. Und entweder die anderen haben gute Herzen und sagen, ja, heute habe ich verloren. Oder die haben Pistolette. Ja, das so läuft jetzt nicht mit Pistolette und sowas.
Ist nur ein kleines Spaß. Ich mag Menschen, die lachen. Die Welt ist so traurig geworden. Da haben Sie recht, aber es ist ein Risikokompetenzmarkt da. Es ist nicht, auch unsere Profit-Trader können mal ein paar Tage oder ein paar Trades daran, ein paar Handel negativ beenden. Das muss man aussitzen. Das muss man auch eine Geduld mitbringen. Ja. Wenn man das selbst macht, ohne den Computer, der das automatisch kopiert, muss man sich die ganze Zeit darum kümmern. Da habe ich gar keine Zeit für. Genau, das haben die meisten Leute nicht und das sind auch Verluste vorher programmiert. Weil wenn ich nicht beobachte, was mein Geld macht in diesem Moment, dann verliere ich es. Hier macht es der Computer. Der Computer sieht es, er macht Gewinne, er nimmt die raus, er reinvestiert wieder automatisch alles. Sie können das jederzeit beobachten, Sie können jederzeit reinschauen, aber Sie müssen nichts selbst machen. Das ist gut. Aber sag mir, du sagst doch, dass Computer macht eine Kopie von einem anderen Menschen. Was ist, wenn dieser Mensch einen Fehler macht? Hört er dann auf, bei dem zu kopieren oder macht er weiter? Nee, natürlich. Also wenn der öfters Fehler macht, hört er auf. Das ist gut. Schon solche Sachen. Und wir haben nicht nur einen Kunden, also Profi-Händler, wir haben viele. Der Computer schaut sich an, heute macht er diesen, morgen macht er diesen. Er schaut, was passt gerade am besten zu ihrem Profil. Aha. Es kann auch sein, dass er 3-4 gleichzeitig kopiert, um einfach das Risiko zu streuen. Ah, ich verstehe. Nicht nur auf ein Pferd alles setzen. Ich verstehe, das ist, wenn man bei Spielothek jetzt bei 4 Automaten reinschmeißt. Genau. Das ist gut. Genau, ungefähr. Ja. Ja, du musst nur erklären für Dummi, ich habe keine Ahnung, ich bin Schreiner, ich weiß nichts von so Geldsachen. Nee, aber so kennen sich mit der Spielothek aus, also. Ja, meine Tochter dort arbeiten. Das ist reines Glücksspiel, das ist reines Glücksspiel. Ja, das ist gut. Und wie ist bei Deutsch, also das andere ist kein Glücksspiel? Nein, das ist kein Glücksspiel. Wir arbeiten ja mit Kursen an der Börse. Mit Kursen? Wir arbeiten auf die Kursbewegungen. Wir arbeiten, wird Gold steigen, wird es fallen, wird Aktien, gerade die Rüstungsaktien werden gerade sehr gefragt. Ah, Sie mit Gold arbeiten, also, ja? Wir arbeiten mit verschiedenen Produkten, mit Gold, mit Öl, mit Gas, mit Nahrung, das ist gut. Alles kann man an der Börse handeln. Ja, das ist gut. Womit soll ich anfangen? Also grundsätzlich, das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir sind im Zeitgespräch, wird in Erfahrung gebracht und das entscheidet eigentlich der Computer. Der Computer sagt, was ist? Genau, der Computer entscheidet, was gerade das Beste ist. Er schaut sich alles an und das investiert er. Er schaut, warum machen alle Profis zum Beispiel Erdgas und dann kopiert er Erdgas für sie zu einem anderen Profi. Ach so, ich sage, möchte ich Ziege haben, möchte ich Steine haben, der guckt, wo gibt meiste Geld und macht dann da den Handel. Genau, wo gibt es die besten Chancen? Ah, ich verstehe. Okay, wo gibt es die besten Chancen? Genau. Sonst müssen sie manuell handeln. Wenn sie sagen, ich möchte das oder jenes handeln, müssen sie das manuell machen. Aber das dann nur Anlage, also kann ich jetzt nicht sagen, möchte ich ein Haus haben und ich Baumstämme kaufen, die nicht zu mir nach Hause kommen. Nein, nein. Nur um eine Idee zu sagen. Ja. Das ist gut. Alles virtuell. Also es ist alles auf der Plattform, es wird nichts nach Hause geliefert, Sie können diese Sachen auch nicht beheben oder transferieren. Ja. Genau, also es bleibt auf der Plattform. Sie können aber jederzeit sagen, genug, ich möchte aussteigen, ich möchte mein Geld, das kann ich jederzeit machen. Es gibt keine Bindungsfrist, es gibt keine Mindestlaufzeit. Ach so, kann ich immer sagen, ich habe keine Lust mehr oder kein Geld mehr oder ich habe jetzt genug Geld? Genau, kann ich jederzeit sagen und aussteigen. Das ist gut. Und wann können wir das anfangen? Jetzt, wenn Sie möchten, dann zeige ich Ihnen, wie wir die Registrierung abschließen. Ja, können wir gerne machen. Ja, sind Sie gerade am PC? Nein, aber kann ich oder hinlaufen? Smartphone? Ja, entweder Sie gehen zum PC oder Sie machen das über das Smartphone. Ich mache immer mit Computer, weil auf Handy ist zu klein. Ich kann ihn nicht so gut sehen. Okay, ja. Nein, verstehe ich.
Ist doch immer, weißt du, bei Amazon ein gucken, was wie viel Elastan ist bei Hose drinnen, wie viel Wolle ist drinnen. Kann ich bei Handy nicht gucken? Da muss man ja sehen. Ich aufmachen, Computer anmachen, Computer, Entschuldigung, das Feder. Ja. Und dann wird, wie viel Zeit wir dafür brauchen? 15, 20 Minuten. Das ist kein Problem. Ja. Woher sind Sie, wenn ich fragen darf, Herr Schemmer? Ich komme aus Emskirchen. Ja, aber der Name ist jetzt nicht wirklich deutsch, oder? Ach so, nein, das ist von Kasachstan. Kasachstan. Ja, das tollste Land in der Welt. Nur ein Spaß. Wie ich kann es Feindschaft mit anderen Ländern machen? Nein, ich war noch nicht dort. Ich war in der Nähe. Ich war in Saratow und in Samara. Ah, in Samarkand? Samara. Ach so, ich habe verstanden. Auf der anderen Seite von Kasachstan war ich. Ja, die dort Urlaub machen oder Familie haben? Frau. Ah, das Frau von Russland? Ja. Ah, oh, sehr, sehr schöne Frauen. Ich auch kennen. Ja. Aber zu hohe Ansprüche haben. genau. Gib mir Auto, gib mir Diamanten, gib mir dein Gold. Nein, werde ich nicht tun. Ich habe nichts davon. Und wir dann alle lachen. Genau so. Ja. Mazel Tov. So, ich habe den Computer angemacht. Was soll ich tun? Okay. Dann gehen Sie ins Internet auf die Seite t4trade.com. Nochmal bitte. Also die Seite ist T wie Theodor. Theodor? Mit TH oder ohne? Nein, nur T. Also ach, T, das Buchstabe Theodor, ja? Der Buchstabe Theodor, dann ja. 4. Die Zahl? 4, dann, ja, dann wieder Buchstabe Theodor. Also V wie 4, ja? Nein, Sie schreiben die 4. Die Zahl 4. T4? Also nicht das Wort, sondern die Zahl schreiben, ja? Die Zahl, genau. Gut. Genau. Ist das schwierig? Dann wieder T. Ja. Richard. Ja. Anton. Ja. Dora. Ja. Emil. Emil. .com. Genau. Na komm schon. Computer wieder sehr langsam. Okay, kein Problem. So schlecht wie Telefonverbindung heute Vormittag, als wir haben zuerst einmal gesprochen. Ja. Das muss bei Ihnen liegen. Ich habe Sie auch vorhin sehr gut verstanden. Ach so? Ja, ist möglich. Hier Gewitter heute Morgen. Katzen und Hunde von Himmel runterkommen. Ja. Aber von wo rufst du an, Kollege? Sag mir. Von wo rufst du an, Kollege? Die Firma ist in Zypern registriert. Von was? Syrien? Zypern. Nein, nicht Syrien, Zypern. Du bist auf Zypern? Ja. Oh, ist gutes Wetter? Ja. Das ist schön. Hier nur warm. Chaos. Ja. So, ich seid ihr jetzt gekommen? Okay, sehen Sie jetzt die so grün-türkis die Seite? Ja, ist ein Smartphone vorne drauf mit Goldstücken. Nee, da ist nicht mit Goldstücken. Doch. Auf der linken Seite sieht aus wie ein Fass mit Öl, dahinter ist Weizen. Rechte Seite sind Goldstücken. Ja, genau. Und darunter ist ein Dollar. Ja. Dollar-Symbol. Genau. Aber nicht das, wir brauchen, und darunter, unter diesem Handy, sehen Sie so Pfeile, links, rechts, sehen Sie die? Das ist alles auf Englisch, das macht mir großen Spaß. Ich denke, es ist Englisch oder Französisch, ich weiß nicht. Oben rechts können Sie die Sprache ändern, am Bildschirm, sehen Sie das? Mein Bildschirm hat nur Knopf unten, 3 gelbe Kasten oben, unten. Oben haben Sie, da steht ein EN und Sie können es auf DE umstellen, auf Deutsch. Bei meinem Bildschirm? Ja, auf Ihrem Bildschirm. Bei TV-Gerät, ja? Am Bildschirm, wo Sie am Computer, wo Sie gerade sind. Ach, auf der Seite?
Ah, mein. Auf die Seite, ja? Oh, weh, ich dachte bei meinem Gerät selber, aber ich gucke. Ha, kannst du umstellen auf Vietnam, aber kannst du nicht umstellen auf Kasachstan? Nein. Dann nehme ich Deutsch. So, was machen? So, haben Sie Deutsch umgestellt. Dann sehen Sie die Seite, entdecken Sie Ihr Handelspotenzial mit Trade Copier. Ja, und da sind viele Menschen auf das Bild daneben. Genau, und darunter klicken Sie auf Registrieren. Das, auf Registrieren. Das habe ich getan. Genau, was sehen Sie jetzt? Wieder vieles Menschen. Was ist Trade Copier und viel Text kommt? Genau, da wird das erklärt. Und dann scrollen Sie runter. Sind Sie das Mann auf dieser Seite? Nein, das bin nicht ich. Das sind irgendwelche Leute aus der Werbung. Leute aus der Werbung? Ja, also ist wie dieses Mann mit das Meme, der immer so traurig guckt. Sind das auch solche Menschen? Das weiß ich nicht, ich kenne die nicht. Das ach so, sind keine, sind nicht die Kollegen? Nein, 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 das ist von einer Werbeagentur. Unsere Kollegen sind alle hässlich. Die sind nicht schön genug für Fotos. Mazel Tov, du bist ein ehrlicher Mensch, wenn du sagst, deine Kollegen sind hässlich. Dann würden wir gut zusammenpassen. Meines Frau sagt immer, bist du hässlich wie Maultier, aber ich liebe dir. Ja, eben. Mazel Tov. Nochmal? Schönheit kommt von innen. Ja, das stimmt. Außer man hat zu viel getrunken, dann kommen andere Sachen von innen. Das sollte man dann nicht. Nein, aber was willst du machen? Was raus muss, muss raus. Bei meines deutschen Chefs sagt immer, allen raus, was keine Miete bezahlen. Und dann sage ich immer, warum lässt du so viele Kriminelle in dein Land? Und er dann immer sagt, dazu sage ich besser nichts. Ja, das ist eine andere Diskussion. Ja, so ist das. Soll ich das jetzt alles lesen, was steht dort? Können Sie, aber Sie können runterscrollen, bis Sie dort Ihren Vornamen, Nachnamen und alles eintragen müssen. Also ich dachte, ich habe schon Anmeldung gemacht. Nee, Sie haben nur Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail angemeldet, damit wir Sie anrufen. Mehr ach so. Mehr. Jakże masz? Was macht ihr? Das ist ein Schreiner beruflich, haben Sie gesagt. Ja. Okay. Was innen? So Küchenmöbel, Innenausbau? Ne, das ist bei diesem kleinen Dorf hier. Wir alles machen in einem Umkreis von so 100 Kilometer. Wenn das ist ein Schrank, ein Stuhl, ein Tisch, ist eine Manufaktur. Ah. Ist gut, muss man nicht mit so vielen Menschen reden. Naja, Vor- und Nachteile auch. Mein Vorname? Jacques. Ja, den Vornamen schreiben Sie da rein, genau. Ja. Dann der Nachname, wieder E-Mail, das Aufenthaltsland. So, ich schreibe. Geburtsdatum, ja. Handynummer. Da. Was soll ich bei Kontotyp nehmen? Kontotyp ist ausgewählt. Da steht Trade Copier, richtig? Na gut. Jetzt ich andrücken und jetzt steht da auswählen. Ach, jetzt ich habe falsch gemacht. Warum auswählen? Euro natürlich. Was ist GBP für eine Währung? Das ist britisches Pfund. Ah, wir brauchen nicht. Was bedeutet Hebel? Der Hebel ist der Hebel, mit dem die Produkte gehandelt werden. Da wählen Sie 1 zu 500 aus, weil sonst beschränken wir den Algorithmus. Aber was bedeuten? Das heißt, dass Sie zum Beispiel nur 1/500 des Kapitals, was das kostet, investieren müssen, aber dass auch jede Bewegung multipliziert wird. In Ordnung, also ich habe kein Wort verstanden. Aber ist gut für mich, ja? Ja, das macht der Algorithmus.
der Algorithmus entscheidet dann sowieso, welcher Hebel, welcher Trade, also der Profi-Trader, der Profi-Händler entscheidet und der Algorithmus kopiert. Also wir haben da keinen Einfluss darauf. Ach so. Gut, insofern, sie brauchen weniger Geld. Wir arbeiten hier mit CFDs. Das heißt, wenn zum Beispiel mit der Hebel 1 zu 100 ist. Mit Callcenter Fund? CFDs. Nein, CFDs. Was heißt das? Das heißt Contracts for Difference. Wir arbeiten auf einer Preisdifferenz. Also, sie kaufen. Ich glaube, ich bin zu dumm dafür. Ich lasse Computer alles machen. Ja, mein Computer macht das für sie alles. Ja? Genau. Wohnsitzland, haben Sie Germany ausgewählt? Ja, ich habe. Ich habe jetzt registrieren drücken. Genau, was sehen Sie jetzt? Da steht Anzeigetafel. Ihres Anfragen für ein Handelskonto steht noch aus. Bitte warten Sie auf die endgültige Bestätigung. Vielen Dank. Genau, und links auf der Seite, da sehen Sie dann Transaktionen. Da können wir dann mal die Einzahlung tätigen. Transaktionen? Ach, dort, ja. 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 Haben Sie eine Kreditkarte? Nein, was brauche ich nicht in Deutschland? Maestro-Karte oder Klarna, Banküberweisung? Mit Postbank arbeiten. Aber dann mache ich also eine normale Online-Überweisung, oder? Ich weiß nicht, was muss ich machen? Sag mir und ich mache. Ich bin dummer Handwerker. Also, ich bin kein dummer Handwerker. Na doch, ich habe von solchen Sachen keine Ahnung. Das Einzige, was ich bei Computer mache, ist Karten spielen, Amazon und YouTube und Amazon Stream gucken. Wenn Sie Amazon einkaufen, zahlen Sie mit der Karte oder wie zahlen Sie da? Monatsrechnung und ich zahle grundsätzlich immer zu spät. Ja, das ist keine gute Eigenschaft, aber grundsätzlich. Was wollen die denn machen? Die sind auf mich angewiesen als Kunden. Ja, das stimmt. Und ich habe auch gelernt auf der Uni, der Staat ist der größte Schuldner, der zahlt immer am schlechtesten. Also sollte man sein Geld auch möglichst lang behalten, bevor man es ihm gibt. Ja, ich meine, siehst du, bei anderen Ländern, was machen die mit dem Geld? Hier ja noch irgendwo nicht so verrückt, aber auch verrückt. Ja. Genau. Aber es ist weitaus besser in Deutschland als in anderen Ländern. Ja. So, dann genau, hier sind so viele komische Sachen, dann soll ich bei Überweisung drücken. Genau, zum Beispiel, Sie sind jetzt auf Transaktionen. Ja, ich auf Einzahlung drücken. Genau, wenn Sie auf, haben Sie schon mal sofort überwiesen, also Klarna gemacht? Was habe ich gemacht? Klarna. Ich kenne Klarna das nicht. Kennen Sie nicht. Das verbindet sich mit Ihrem Online-Banking. Und das läuft aber auch sofort. Also es geht so direkt, das ist eine Sofortüberweisung. Oh, mir ist das alles zu kompliziert. Wenn Sie jetzt eine Überweisung machen, wird das Geld wahrscheinlich erst in 3-4 Tagen bei uns sein. Ja, so lange dauert, das stimmt. Genau, dann klicken Sie auf Banküberweisung. Ja. Hier einzahlen. Das ist, oben ist Ihre Handelskontonummer, die ändern Sie nicht. Die werden ja. Ja. Dann schreiben Sie den Einzahlungsbetrag rein. Ja, was soll ich da reinpacken? Bei Einzahlungsbetrag, nun ja, also 250 ist das Minimum. Ja. Genau. Dann drunter steht Spectrum Payment Services. Was ist das? Genau, das ist eine unserer Banken, das ist unser Zahlungsanbieter. Ach so. Und Name von meines Bank? Genau, da schreiben Sie rein Postbank. Ja, Postbank Emskirchen. Und dann unten auf Eintragen drücken, Einreichen drücken. Einreichen, genau. Und dann bekommen Sie unsere Bankdaten, wo Sie die Überweisung machen. Da kommt ein Text mit einer Warnung, aber steht Englisch. Ich weiß nicht, was steht dort. Genau. Übersetze ich Ihnen das. Bitte versichern Sie, dass die Referenzdetails richtig eingetragen sind. Das war's? Zahlungsreferenz. Ich hab's nicht verstanden. Zahlungsreferenz.
Zahlungsreferenzen? Überweisung? Nein, Zahlungsreferenz oder Zahlungsverwendungszweck. Wenn Sie eine Überweisung machen, können Sie einen Verwendungszweck angeben oder eine Zahlungsreferenz. Ja, habe ich falsch gemacht? Genau. Nein, 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 es ist nur eine Warnung, dass Sie das richtig eintragen, damit wir nachher das Geld nicht suchen müssen. Ja, wir können Verwendungszweck schreiben, dann können wir finden, genau, beides. Genau, Verwendungszweck, da müssen Sie dann Ihren Namen reinschreiben. Okay, dann klicken Sie auf den blauen Knopf, auf Proceed, auf Fortfahren. Ich habe gemacht. Ja. Ist grüne Kasten. Oben genau, steht Geld abheben, Banküberweisung. Genau. Download. Ja. Also auf Download klicken. Dann öffnen sich unsere Bankdaten, mit welchen Sie überweisen können. Ja. Genau. Die speichern Sie und oder geben Sie die dann im Online-Banking ein. Ja. Und dann können Sie die Überweisung tätigen. Gut, ich mache. Ja. Und dann geht weiter, wie bitte? Ja, warte mal. Ich finde lustig, bei deiner Internetseite steht, bietet seine Dienstleistungen nicht für Nordkorea an. Nein. Auch in Wer macht? Und für Syrien. Aber nicht für USA, ist tollstes Land in der Welt. Ja, die USA erlauben keinen Handel. Guck mal, das sind alle bösen Länder. Amerika, Iran, Kuba, Sudan, Syrien und Nordkorea. Alle bösen Länder stehen drin. So ungefähr, so ungefähr. Mazel tov. So, was? Ist jiddisch. Genau. Das heißt, viel Glück und Zufriedenheit ja, ist ein guter Wunsch für gute Geschäfte. Gut, dann klicken Sie links. Sehen Sie mein Profil? Nein, ich kann Ihr Profil nicht sehen. Müssen Sie mir sagen, wie heißen Sie? Nee, auf Ihrem Bildschirm. Auf Ihrem Bildschirm sehen Sie links am Bildschirm. Oberhalb von Transaktionen steht Ach, bei den Internetseiten? Genau, bei der Internetseite. Sag das doch gleich, ich komme mir vor wie ein Otter. Nee, wie sagt man bei Deutsch? Ich habe nicht vergessen. Egal. Ja. Wenn Sie auf mein Profil klicken. Ja, ich habe gemacht. Profil verifizieren. Was bedeutet dieses Wort? Wir verifizieren Ihr Profil. Wir bestätigen Ihr Profil. Ja. Wir sind ein Finanzunternehmen, das heißt, wir brauchen die richtigen Daten und wir brauchen nachher auch einen Ausweis, um das zu belegen. Wir brauchen einen Ausweis und einen Wohnsitznachweis. Passport? Nein, ein Reisepass oder einen Personalausweis oder einen Führerschein. Ja, das ist kein Problem. Genau. Also Sie klicken auf Verifizieren. Passport? Nochmal die Daten. Passport von Kasachstan ist in Ordnung, oder? Ist in Ordnung. Wenn Sie einen deutschen Wohnsitz haben, ist das in Ordnung, ja? Ja, ich wohne in Deutschland. Als Schauerberg 8, 9448 im Skirchen. Das müssen Sie dann unten alles einfüllen. Ach so, soll ich das da reinschreiben? Genau, Sie klicken auf Profil verifizieren, dann wählen Sie aus Staatsangehörigkeit, ob Sie, sind Sie Deutscher oder Kasachstan oder... Ja, Kasach, auf Englisch. Nochmal, was war? Bei Staatsangehörigkeit. Sind Sie kasachischer Staatsbürger oder deutscher? Kasachstan? Ja. Ja. Vielleicht hast du den Film Borat gesehen. Ja, habe ich gesehen. Ich so wie er sprechen, weißt du, zweites Film, was haben Sie gemacht? Synchronmensch, ganz schrecklich. Ich habe zu Hause zu meinem Sohn gesagt, nächstes Mal, wenn die so einen Film machen, werde ich mich anmelden bei denen. Dann ist der Original. Weißt du, da guckt irgend so ein deutsches Allmann, sitzt da, versucht zu reden wie Kasachstan, ist nicht gut. Ja? Du kannst ja auch nicht einen Film machen über einen Indianer-Chef in Amerika drüben, was gespielt wird von einem Polish, das geht auch nicht. Ah,
hat wahrscheinlich alles schon gegeben. Ja, aber dann ist keine gute Film. Oder ein Film mit Samurai, und Samurai sind alles Italiener. Passt auch nicht. Ja, aber es gibt warum? Viele italienische Cowboy-Filme. Ja, das weiß ich, aber das ist ja in Ordnung. Die sehen ja ein bisschen aus wie Mexikaner. Und da ja auch die gelebt haben. Ja, gut, so kann man das auch sehen. Ja, da gab's ja das große Kampf, wo die Amerikaner Texas genommen haben. Texas, ja, den Texaner, den Mexikaner gehört. Und die weggenommen, wie Amerika immer allen Menschen alles wegnimmt. Oi, in den meisten Fällen, ja. Und darum niemand mit denen Handel machen. auch wenn er nicht will, er wird gezwungen, mit ihnen Handel zu machen. Ja, da gibt ein Bild, hat mein Sohn bei Hoodie drauf, ist ein großes Flugzeug, das Bomben schmeißt, auch mit englischer Text, und da steht drauf, wenn du nicht kommst zu der Demokratie, dass Demokratie zu dir kommen. Ja, genau. Das ist verrückte Welt. Ja. Aber was willst du machen? Sagst du etwas, sie kommen, die holen? Kollege? Ja, ja. Ah, ich dachte schon, das Telefon ist wieder kaputt. Ich bin auch da. Haben Sie da aufgefüllt? Staatsangehörigkeit, Geschlecht? Ja, ich habe das reingeschrieben. Aber warum kann man bei Geschlecht nur Mann und Frau reinschreiben? Weil wir altmodisch sind. Ihr seid altmodisch? Das ist gut. Ich mag das. Toll. Sehr gut. Ich werde gute Bewertung geben. Sehr gut. Dann steuerlicher Wohnsitz. Das ist Deutschland. Ja, ich werde reinschreiben. Da drunter steht, das Land stellt keine steuerliche. Was bedeutet? Das ist verschoben. Das Land stellt keine steuerliche Identifikationsnummer aus. Das ist in den zweiten Punkt runtergerutscht. Oi wei, dann müsst ihr reparieren. Ja, habe ich schon gemeldet, das dauert ein bisschen. Ach so, ja, das ist bei Arbeiter immer so, weißt du, einer baut ein Loch, einer hält die Leiter fest, einer beobachtet den, wer was hält die Leiter, und der andere passt auf, dass es nicht regnet. Genau so. Einer arbeitet, drei gucken. Und bei Politik noch schlimmer. Genau. Das Einzige, was da arbeiten, ist Putzfrau und gelehrter Mann. Alle anderen nur Scheiße machen. Das stimmt auch. Mazel Tov. Ist nicht gut. So, sag mir, was soll ich tun? Ich fleißig am Schreiben. Wo sind Sie gerade? Ich bin in Emskirchen, Altschauerberg 8, 91448 Emskirchen. Auf Ihrem Bildschirm. Was sehen Sie gerade? Ich habe jetzt reingeschrieben bei das Ort, Adressen, Telefonnummer, Status, Beschäftigung. Jetzt kommt Herkunft der Miete. Was bedeutet? Genau. Wo kommt Ihr Geld her? Das sind Fragen von der Finanzaufsicht. Von Bankkonto. Meistens, aber woher kommt es aufs Bankkonto? Aus Ihrer Arbeit, Ersparnisse? Von Chef. Rente? Er muss mir geben, sonst komme ich nicht arbeiten. Genau, dann will ich das erste, Employment. Warum alles Englisch? Ja, das haben die gerade Probleme mit der Seite. Sollte alles auf Deutsch sein. Ja, das ist vielleicht das Problem mit dem Programmieren von den Seychellen. Die können wahrscheinlich kein Deutsch. Hast du nicht gesagt, ihr seid auf Malta? Auf der Internetseite steht, ihr seid Seychelleninsel. Die Regulierung ist in den Seychellen. Was bedeutet die Regierung von den Seychellen? Die Regierung, die Regulierung, die die Seite überwacht, die Finanzaufsicht, ist in den Seychellen. Aber warum so weit weg, wenn du hast du Adresse bei England? Wir haben auch Büros in England, wir gehören aber zu einer Gruppe, die in Zypern registriert ist. Naja, steuerliche Gründe. Wegen was? Ist legal bei Deutschland oder gibt es Probleme? Nein, ist legal. Will ich keine Abschiebung bekommen? Nein, Sie bekommen gar kein Problem damit. Das ist gut. So, wie hoch ist der einzahlen werden? Das weiß ich doch noch nicht. Heute wird 250 machen. Ja, das erste werden Sie auch. Unter 10.000 vermutlich. Ja,
Natürlich. Es sei denn, ist sehr gut. Wenn ich sehe, ist gute Deal, dann können wir gucken, können wir Kontrolle machen. Ja. Jahreseinkommen bei Dollar, woher soll ich wissen? Ist ungefähr dasselbe wie Euro. Ist so? Ist circa, also der Kurs ist 1,06 im Moment, 1,07. Mazel tov. Gut, ich habe angenommen. Ja. Was heißt geschätztes Nettowert? Ihr Vermögen. Sie könnten hier zum Beispiel kein Geld besitzen, aber Sie könnten viel Vermögen haben. Häuser, Immobilien. Aha, nein, ich nicht haben. Ja, dann wählen Sie das Niedrigste aus. Gut. Handelserfahrung. Bla bla bla. Was ist deine Häufigkeit von Transaktionen? Also Sie haben noch keine Handelserfahrung, dann wählen Sie das Letzte aus. Never. Das ist schwierig. Wie sollen Menschen sich da anmelden, die das Sprach nicht können? Darum bin ich da und ja, so. Habe ich das auch. Der Butler. Urgiert, das ist das. Mein persönlicher Butler. Ja, mehr oder weniger. Ist so. In 15 Minuten. Nochmal? Für die paar Minuten bin ich Ihr persönlicher Butler. Das ist gut. Bring mir einen Kaffee, James. Ja, es geht nicht durchs Telefon. Warum nicht? Kannst du mir einen Gutschein für McDonald's schicken? Nee, kann ich dem Marketing vorschlagen, dass wir Gutscheine verschicken. Für Kaffee? Ja. Aber da kannst du Marketing auch gleich mal fragen, warum im Internet überall steht, dass ihr Betrüger seid. Weil die Leute, die ihr Geld verlieren, natürlich keine gute Rezession hinterlassen. Die gewinnen, schreiben nichts rein. Ist das so? Weil ich bin hier bei Seite von zwei deutschen Kanzlei von Rechtsanwalt, die sagen, hast du da betrogen, wir helfen, deine Geld zu kriegen. Bin ich bei Seite, die beschäftigt sich, Scam Advisor, sagt auch, oh oh, aufpassen. Eigentümeridentität verborgen. Hast du ja gerade gelesen unten, die Eigentümeridentität. Ja, ja, klar. Da kann man ja alles reinschreiben. Ich habe dir ja auch die Adresse von Drachenlord gegeben. Hat ja auch niemand gemerkt. Ich sehe deine Adresse noch nicht. Mach das doch. Registrieren und sehe ich nicht. Kennst du den Drachenlord? Nee, kenne ich nicht. Was bist du denn für ein Level 0-Hater? Ich mache meinen Job. Ich habe keine Zeit für andere Sachen nebenbei. Ja, also Betrug ist Vollzeitjob, von Polizei verstärken, neue Geschichten ausdenken. Wir beenden das Gespräch jetzt, danke. Scheiß Betrügerpack. Boom! Vielleicht erinnert sich jemand noch an T1 Markets, jetzt nennen sie sich T4 Markets. Seite ein bisschen umgebaut, ganz viele Übersetzungs- und Darstellungsprobleme und eben wenn man deren Seite im Netz eingibt, eben die typischen Warnungen Betrug, 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 Betrug. Ich meine, ihr habt selber gehört, ein vermeintlich Deutscher, der mal in London, mal auf Zypern sitzt, mit Geschäftssitz in Großbritannien, aber mit einer Regulierung von den, wenn überhaupt vorhandenen Behörden, in den Seychellen, also alles ganz, ganz riesengroße Verarsche. Aber ein schön langes Gespräch. Ich habe es jetzt nur mal ein bisschen eskalieren lassen, weil das wäre noch eine Stunde gegangen und es ist nicht lustig.